Meinung zu einer Fernbeziehung mit einer Baddie. Bitte kein Disrespect an Frauen hier an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Aber generell meine Meinung zu Fernbeziehungen. Du bist Film-Diggi, normal. Ich schlaf wieder, ja. Wann hattest du zuletzt Sex, Bro? Und ihr müsst auch nicht immer davon ausgehen, dass wenn ich mit einem Mädel cool bin, dass wir Sex haben, so weißt du? Ich bin der Heiße im Club. Willst du nach Miami? Ist es dir schwer gefallen, einfach wegzuziehen? Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und ich. Yo, 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 yo. What's poppin', Amigos und Amigas, Digga? Wie geht's, wie steht's? Schön warm auf jeden Fall, Diggi. Brutal. Was läuft, was läuft, was läuft? Tulum lebt auf jeden Fall. Meinung zu einer Fernbeziehung mit einer Baddie. Was ist Baddie, Bro? Du meinst eine Frau, ne? Come on, Bro, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Digga. Du kannst ruhig schreiben mit einer Frau oder mit einem Mädchen oder was für Baddie, Bro? Was für Baddie, Bro? Wir sind hier nicht auf einer Plattform. Weißt du, wie ich meine? Wir sind hier auf YouTube, Digga. Und wir haben ja auch Frauen im Chat. Bitte kein Disrespect an Frauen hier an der Stelle. Aber generell meine Meinung zu Fernbeziehungen. Ich habe selber persönlich noch keine Fernbeziehung gehabt, so. Deswegen kann ich das schwer einschätzen. Also ich kann da wenig drüber reden. Also ich kann wenig sagen, ob das nice ist oder nicht. Also Erfahrungsvibes habe ich nicht. Aber ich kann es mir halt so ein bisschen, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen. Und ich sag dir ehrlich, also wenn ihr miteinander einen guten Deal habt, sage ich mal, also wenn ihr euch gegenseitig vertraut, wenn ihr miteinander gut am Start seid so und euch auch fühlt und vielleicht auch schon euch ein bisschen länger kennt, dann bin ich generell davon überzeugt, dass sowas auch möglich ist und es sogar für einen Typen wie mich auch ganz nice sein könnte, weil ich bin so ein Typ, ich muss nicht jeden Tag meine Freundin sehen, so weißt du? Ich muss nicht jeden Tag, wir müssen uns nicht jeden Tag aufeinander sitzen, jeden Tag sehen, etc. Und ich bin auch viel am Arbeiten, viel am Hustlen, viel am Trainieren und so. Und wenn man sich dann sieht, dann genießt man die Zeit doch intensiver. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktionieren kann. Gibt es irgendwelche Leute im Chat, die schon mal eine Fernbeziehung geführt haben? Ja, Sezer Sayan, erzähl mal, wie ist deine Erfahrung? Erzählt mal, wie ist eure Erfahrung? Juicy Khalifa sagt Lash. Ich hatte nur Fernbeziehungen und hat eigentlich geklappt. Eigentlich, Desha, bist du denn noch vergeben gerade? Bist du denn noch in den Beziehungen oder in einer von denen? Hört sich nicht so an, dann hat es ja nicht so gut geklappt, wa? Du bist Film-Diggi, normal. Ich bin Movie, Bro. I am a Movie, man. 4 Stunden von mir entfernt gewesen, leider. Und war nicht nice? Total schwierig, sagt er. Der Tufan. Sehe meine Freundin nur am Wochenende und geht seit fast 2 Jahren sehr gut. Ist sehr entspannt, wie es läuft. Siehst du, kann seine Vor- und kann seine Nachteile haben, ne? Sehe ich genauso. Fernbeziehung ist wie offene Beziehung. Nee, Bruder. Also so weit würde ich nicht gehen. Definitiv nicht. Leon, du geile Sau. Tony Montana, ey, den Man. Was cracking, G? Und wenn man gegeneinander ein Vertrauen hat, dann geht das fit Zusammenhalt. Ja, auf jeden Fall. Denke ich genauso. So Leute, Sachen auch am besten nur einmal reinschreiben. Ja? Guten Abend, Leon. Ich finde es so krass, dass du trotz so wenige Zuschauer weitermachst. Ich meine, du hast 370k und hast nur 74 Zuschauer. Respekt, Bruder, bleib am Ball. Ich küsse dein Herz, Digga. Mir geht's nicht um die Zuschauer. Mir ging's nie um die Views, um die Zuschauer etc. Ich unterscheide mich da von vielen anderen YouTubern, aber es ist auch okay so. Ja. Also für mich sind 100 Leute immerhin 100 Leute so. Ne? 100 Menschen zu erreichen mit einem Livestream, das ist schon auf jeden Fall. Das ist was, Digga. Ich bin da stolz drauf. Und ich bin das dritte, vierte, fünfte Mal? Dritte, vierte, fünfte Mal online, glaube ich, erst so. Wart mal ab, Bro. Schalte in einem Monat nochmal ein, Diggi. Dunja immer am Start, wenn Leon live ist. Dunja ist Community. Dunja is in, man. Girl. Bro. Geil. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support auf jeden Fall. Wird auch Zeit für eine Mitgliedschaft, Dunja, auf jeden Fall. Bro, ich bin proud auf jeden Einzelnen. Ich würde auch streamen, wenn wir nur 10 oder 20 sind, Digga. Weil es einfach Spaß macht, so. Und ich wollte auch jetzt an der Stelle mal ein bisschen Liebe dalassen für euch, für den ganzen Support in letzter Zeit, für die ganzen geilen Kommentare auch unter die Videos mit Justine und so. Ich merke, ihr fühlt den Scheiß wieder. Ich bin ja auch mehr am Hustlen als vorher und ich bin da dankbar, weil wenn ihr mich supportet, dann habe ich auch mehr Motivation am Start, so, weißt du? So.
Und auf jeden Fall ist es nice. Ich küsse euer Herz. Danke für die ganze Liebe in letzter Zeit. Ihr seid die Besten, Digga. Reza sagt, ich liebe es zu sehen, wie du da lebst. Leibst und Leib. Sprachfehler, it out, man. Lebst und liebst, na Mann. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support nochmal, Bro. Wie gut du mit allen umgehst, finde ich stark. Langfristig werden die Guten belohnt, Leon. Ich küsse dein Herz, El Paolo Music. Hast du mal irgendwann vor, wieder zur Heimat zurückzukehren? Come on, Bro. Ich bin nicht dieser typische Deutsche, der 10, 20 Jahre in die Zukunft plant, weißt du? Teilweise sind nicht mal die nächsten Monate geplant, also relax, Bro. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, in Deutschland zu leben. Aber wer weiß, Bro. Wer weiß. Man weiß nie. Desha Ayenu, gute Nacht und freue mich auf deine zukünftigen Videos. Videovorschlag, Mexiko Süßigkeiten ausprobieren, die es in Deutschland nicht gibt. Eventuell vegane Süßigkeiten. Oh, davon mache ich mal einen Screenshot. Ich küsse dein Herz auf jeden Fall, Desha. Danke für den Support. Einmal eine Faust auf die Realness. Rein da ins Handy. Du bist bestimmt am Handy. Kurz vorm Schlafen. Ich küsse dein Herz. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und wir sehen uns morgen wieder, wa? Ich schlaf wieder, ja. Wann hattest du zuletzt Sex, Bro? Gentleman schweigt und genießt, na Mann. Aber ich kann dir so viel sagen, es ist schon ein bisschen länger her, so. Ist schon ein bisschen länger her. Fokus liegt gerade auf anderen Sachen. So. Und ihr müsst auch nicht immer davon ausgehen, dass wenn ich mit einem Mädel cool bin, dass wir Sex haben, so, weißt du? Das kenne ich aus der Vergangenheit von euch auch schon. Und es ist immer wieder so, dass die Leute denken, egal mit welchem Mädel ich cool bin, dass ich mit ihr Sex habe. Das ist schon krass. Also ihr geht davon aus, dass ich alles weghaue und dass ich immer am Start bin, aber es ist gar nicht der Fall so. Ne? Ich bin ein ganz anständiger Junge, ich habe fast noch nie... Spaß beiseite. Ah, Digga, jetzt gehen die Dogs wieder ab. Also hier ist auf jeden Fall immer Geräuschkulisse am Start. Auf jeden Fall wollte ich dazu noch sagen, ihr geht immer davon aus, dass ich mit jeder Frau Sex habe, mit der ich cool bin, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin teilweise mit Frauen auf jeden Fall... Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich mich mit Frauen sehr gut verstehe, so, ne? Meine erste beste Freundin, wo ich klein war, war eine Frau, so. Ich verstehe mich mit Frauen, vor allen Dingen mit coolen Frauen, die so locker sind und so einfach locker sind, cool sind, sympathisch sind, mit denen verstehe ich mich gut, mit denen hänge ich gerne ab, so, weißt du? So, und ich habe auch sehr viel Erfahrung auch mit Neid gemacht, so, wenn ich mit Männern cool bin und so, dieses neidisch nichts gönnen und so, diese Männer gegenseitig und so. Deswegen, ich bin mit Frauen echt oft cool, also nicht immer nur an das eine denken, ja? Ja, weil du flirtest mit den Frauen vor der Cam, deshalb, da ist kein, das ist Interpretationssache, würde ich an der Stelle sagen, ja? Natürlich, an der Stelle. Weißt du, wie ich meine? Weil meiner Meinung nach flirte ich nicht, ich bin einfach nur cool, so. Bin einfach nur cool. Man hat Spaß, Digga. Wenn ich denselben Fun mit einem Typen machen würde, würde die auch nicht davon ausgehen, dass ich da irgendwie, weißt du, am Start bin. So. Auf jeden Fall hat der Raik eine Frage gestellt. Als Mitglied, schönster Ort, den du besucht hast. Tulum und Santorini, Bro. Tulum und Santorini. Du bist einfach ehrlich, Bro. Ja, immer. Sofort. Straight ehrlich. Ich kann nicht lügen, Digga. Macht keinen Spaß. Hier ist 0.34 Uhr in Deutschland. Ich kann nicht schlafen und koche mir ein paar Eier. Gruß in die Runde und nach Mexiko. Ich kenne der Kislimak. Ich küsse dein Herz, Bro. Eier in, man. Gib mir dem Eier-Vibes, Bro. Eigentlich Eier it out, Bruder, sag ich dir ehrlich. Eier sind Schmutz. Get Lit Off fragt, ist es dir schwer gefallen, einfach wegzuziehen vom alten Leben sozusagen? Was hat es dir bis jetzt gegeben? Also die erste Ausreise ist mir extrem schwer gefallen. Da habe ich richtige Paranoia-Vibes am Start gehabt. So weit weg, alleine in Flieger, 12 Stunden, dies, das. Also da war ich schon so... Da war ich auch schon voll so, habe ich schon Angst gehabt. Ich war schon da eine Pussy, muss ich ganz ehrlich sagen. War ein Struggle für mich, den ich dann aber gelöst habe, wo ich dann hier angekommen bin und die ersten Vibes gecatcht habe. So. Da war mir auch sofort bewusst, Bruder, du musst irgendwas machen, weil ich habe schon länger gesagt, dass ich irgendwann in der Sonne leben möchte. Und der Schritt dann, wirklich hier hinzuziehen, der fiel mir dann nicht mehr so schwer. Die Entscheidung habe ich getroffen und dann rein.
So ein Ding ist das. Also, als ich dann hier war und gesehen, also, Digga, ist einfach, die Lebensqualität ist eine andere. So. Und ich bin ein Sonnenmensch, ich bin immer positiv, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ich bin immer so vibesmäßig am Start. Und das ist schon geil, weißt du? Passt auf jeden Fall zu mir hier, der Vibe. Auf was ich Bock hätte, wäre jetzt gemütlich im Club zu hocken und heiße im Club läuft. Paar Chayas dancen um mich rum und voll auf die Rille die Vibes genießen. Rille den Man. Gib mir die Rilli-Vibes, Bro. Geil. Ich bin der Heiße im Club. Willst du nach Miami? Ja. Mal schauen, Digga. Auf jeden Fall irgendwann mal. Was ist für dich die beste Ära von Hip-Hop? Millennium, Bro. Millennium. 90er, 2000er, Digga. So ein Ding. Bro, checken dich die Chayas nicht dick ab in Mexiko? Bist groß, siehst gut aus und bist gut gebaut. Hast doch eigentlich alles. Hast jetzt nur vom Äußerlichen geredet, Bruder. Dankeschön für die Props, auch für meine Intelligenz oder für meine Funniness wenigstens so. Haut's mir reduzieren auf meine Oberfläche? Na, Mann. Jetzt bin ich traurig, Bro. Alle reduzieren mich nur auf mein Aussehen, Digga. ja, hat man schon. Check it out auf jeden Fall. Ich habe keine Probleme, sagen wir es mal so. Aber ich bin selber gar nicht auf dem Move gerade, auf dem Mut gerade irgendwie hier so Frauen abzuchecken oder so. Wenn dann würde ich halt einfach so, ich will Vibes haben, so, weißt du? Generell. Einen weiblichen Vibe im Leben wäre schon nice. Aber nicht so wechseln und zu viele verschiedene. Kein Bock gerade. Vermisst du nicht Deutschland und wie hier alles geregelt ist? Nee. Ah. Das Einzige, was ich vermisse, ist meine Mom, meine Familie. Aber nicht, wie es alles geregelt ist. Geregelt. Regel it in, man. Wir Schweizer sind nicht reich, Bro. Reich it in, man. Doch, ihr Schweizer seid reich, Bro. I know that, Bro. Danke für den Support, Digga. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke auf jeden Fall, Mann. Ich bin für jeden einzelnen Support dankbar, so. Ich küsse dein Herz, Digga. Yassi hat einfach meine Miete bezahlt, ja. Hast du noch Rückenschmerzen? Ja, so leicht auf jeden Fall. Yassi, bester Mann. Leicht auf jeden Fall. 5 Schweizer Franken, da kriegst du in Schweiz, kriegst du dafür gar nichts, oder? Yassi, sag mal ehrlich. Die Schweiz ist so teuer. Ich hab einmal einen Kaffee bestellt in einem Zug und hab dafür einfach irgendwie 12 Euro bezahlt. Ihr seid am Arsch. Schweizer sind am Arsch. Auf YouTube gönnen die viel mehr als auf Twitch die Zuschauer. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, hier sind halt auch wirklich so ein paar Leute da, die mich halt schon lange verfolgen, die so Herz haben und die keinen Bock haben, sich irgendwie die Twitch-App runterzuladen. Weißt du, was ich meine? So. Kenne ich viele, die gesagt haben, ja, Twitch und so kenne ich, aber keine Ahnung und so. Und die sehen das halt, wenn ich bei YouTube live gehe, ist auch easy. Klickt man einfach drauf auf meinen Kanal, wo man dann auch meine Videos abcheckt und dann bin ich da live, so. Ist einfach konsistenter. Ist einfach durchgängiger, so, weißt du? Das Konzept ist durchgängiger und die mich schon länger verfolgen, die wissen, ich stehe auf durchgängige Konzepte. Ich hatte mal eine Chaya, die kam aus Zürich, war einmal dort, nur einen Tag und mein Portemonnaie war leerer als leer. Haha, kein Spaß mehr dort. Ist echt kein Spaß. Schweiz ist echt kein Spaß.